Liebe Freunde, willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted und der Herausforderungsserie, wo wir heute wieder einmal weitermachen. Und wir sind ja insgesamt schon ziemlich weit fortgeschritten. Wir sind mittlerweile bei den letzten 9 Stück, wenn ich mich jetzt hier nicht verzähle. Das sind 4, 6, 7, 8, 9, genau. Und nächste Herausforderung müssen wir 10 Nagelbänder umfahren. Das machen wir doch sehr gerne. Und wir legen los. Für mich ist es gerade Samstagmorgen. Endlich mal wieder Wochenende, wo ich mal wieder Zeit habe, was aufzunehmen. Wobei ich ehrlich gesagt so früh tatsächlich wach geworden bin durch meinen Arbeitsschlafrhythmus, dass ich sogar noch heute, glaube ich, zeitlich arbeiten könnte. Also ich bin echt sogar vor 7 Uhr wach geworden, obwohl ich gar nicht so früh zur Arbeit muss. Ja, komischer Schlafrhythmus momentan. Auf jeden Fall, erstmal wieder Wochenende, habe dennoch wieder ein bisschen Zeit aufzunehmen. Wobei ich hier und da natürlich auch noch ein paar Pläne fürs Wochenende habe. Obwohl man momentan gar nicht wirklich raus kann. Aber momentan werden noch die ganzen Geschäfte nach und nach wieder geöffnet. Was eigentlich schon mal ganz gut ist. Und so, da haben wir schon das erste Nagelband. Yo! Nice! Kann man auch mal so rummachen. Ja, ich habe übrigens eine Lösung gefunden, wie ich das Problem mehr oder weniger, umgehe, aber wo ich nicht mehr die ganzen Mods wieder neu installieren muss. Wegen diesem Problem, dass ich immer, dass das Spiel einfach nicht mehr startet. Das ist eigentlich ein relativ simples Problem. Das Problem ist, und ich kenne das von Most Wanted schon von viel früher, dass sich die Grafikeinstellungen teilweise zurücksetzen. Das heißt, die gehen auf ein Minimum und dann schafft das Spiel es nicht, mit Mods zu starten. So, jetzt geht man einfach her und hat, so schlau wie ich zum Beispiel bin, oh Mann, das geht schief. Oh. Man ist so schlau wie ich und ich habe schon wieder den Blur-Effekt an. Habe ich den nicht deaktiviert? Wisst ihr was, Leute, wir lassen den jetzt einfach an. Ich finde den eigentlich irgendwie geil. Ich finde den gar nicht mal so hässlich. Außer ihr sagt jetzt was in den Kommentaren, dass das kacke ist, aber... Ich habe auch das Gefühl, das Spiel läuft besser, wenn der Blur-Effekt an ist. Ich habe einfach noch einen weiteren Ordner, wo wirklich das originale Most Wanted halt drin ist. Da starte ich einfach direkt. Und da merke ich dann auch sofort, dass die Grafikeinstellungen halt runtergestellt sind. Die stellt man einfach alle wieder auf Anschlag, bis auf die Auflösung, die braucht man nicht. Und dann lookt der Hase wieder. Dann funktioniert das wieder. Und dann startet, also das beendet man dann halt, dann öffnet man wieder das Textmod-Programm, um die Texturen zu starten und dann läuft das. Dann funktioniert das sogar ziemlich gut. Also bin ich ganz froh, dass ich da doch mal eine Lösung gefunden habe. Ey, das schaffe ich so furchtbar selten, dass ich mal über eine Straßensperre springe, ne? Mensch, das macht schon wieder Bock, das Game zu zocken. Ich glaube, ich mache vielleicht am Wochenende sogar nochmal Most Wanted Stream. Einfach mal wieder mit der 1.2er Version, die ich auch in einem separaten Ordner habe. So hat das ja wahrscheinlich Okuru gemacht. Der hat dann nämlich einfach eine 1.2er und 1.3er Version. Und ich denke mal, der hat von seinen beiden Installationen einfach wirklich zwei originale Most Wanted Ordner. Wodurch der dann halt entscheiden kann, okay, ich nehme jetzt die 1.2er Version, um einen Speedrun zu machen, weil du kannst nur mit der 1.2er Version immer die Blacklist-Gegner überspringen. Und dadurch kommst du halt an diesen Speedrun-Rekord. Ich habe das auch einmal gemacht und dann habe ich das Spiel auch relativ flott zügig durchgespielt, aber ich glaube, ich habe irgendwie 2 Stunden länger gebraucht. Also da merkt man, wie optimal der das mittlerweile durchgespielt hat. Das ist echt krass, also da habe ich schon Respekt vor. Vor allen Dingen Speedrun und Streamen dabei noch, ne? Das ist halt, also das ist ja eine Sache wirklich nur zu streamen, also aus Jux und Dollerei. Wo ich verstehen kann, dass einige sagen, dass Streamen nicht unbedingt Arbeit ist. Aber eigentlich ist es Arbeit. Es ist Aufwand, sagen wir es mal so. Boah, Kollege.
Also das ist die nächste Straßensperre. Nee, ist auf jeden Fall krass, dann wirklich neben dem Stream dann auch noch einen Speedrun zu machen. Joa. Also bei mir werden das wahrscheinlich erstmal in Zukunft sowieso Funruns. Wenn ich wirklich damit meine Kohle verdienen würde, würde ich echt viele Tage mal probieren, irgendwie den anderen 2 Rekord zu schlagen. Das Komische ist nur, dass der schon länger nicht mehr geschlagen wurde. Ich habe so das böse Gefühl, dass der sehr gut ist und dass da keiner Bock hatte, sich daran zu setzen. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht, weil eine 40-Stunden-Arbeitswoche ist halt, die steckst du nicht mal eben so weg und machst dann jeden Abend noch einen Speedrun. So, ich hoffe, da sind auch nochmal Nagelmänner. Jawohl, das sind sogar 2. Ich will ja nichts sagen, aber die Nagelbänder haben wohl nicht gezählt. Na komm. Ach, die hat er eben schon gezählt, ne? Ah, okay. Verstehe. Ja, alles klar. So, heißt es, wir uns jetzt erstmal abbauen. Das ist leider schon echt verrückt, wie viel Spaß das Game immer noch macht. Ich meine, okay, es ist natürlich auch hier und da modifiziert, weil... Wobei ich selber sagen muss, die Originalversion, die würde mir auch Bock machen. Also, ich weiß nicht, das Game, das hat irgendwie... Das Game ist echt so gut gewesen, dass es halt auch noch über die Zeit hinweg echt... immer noch Spaß macht und es feiert durch diese Redux-Mod ja noch sein Revival. Das ist ja richtig krass halt, ne? Und apropos Redux-Mod, ich muss mir mal demnächst das Update holen, aber wir werden jetzt das Let's Play hier noch auf jeden Fall auf dieser Version durchziehen. Dann werde ich vielleicht mal die zweite Redux-Version dann mal ein andermal zeigen. Im Stream. So, das ging ja noch relativ zügig. Dann haben wir wieder Mautstellenrennen und da sind wir auf jeden Fall wieder eine Weile unterwegs. Mal gucken, wie schnell wir bei den nächsten Herausforderungen sind. Mercedes AMG. Obwohl, ist das ein AMG? Das ist nur CLK 500. Ich hatte zwischendurch eine ganz nette, was heißt Diskussion, aber so ein Gespräch mit meinem Azubi-Kollegen, mit dem ich immer zusammen zur Arbeit fahre. Und da meinte ich noch so irgendwie, haben wir über den GTR gesprochen irgendwie, und ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Aber irgendwann kamen wir darauf so, dass wir zweier Meinung waren, was die Auspuffrohre beim GTR angehen. Und da wusste ich tatsächlich sogar, das habe ich nicht sofort gesagt, aber ich wusste zu 1000%, dass nur auf der rechten Seite die Auspuffrohre sind. Also die ragen nur rechts an der Seite raus und nicht links. So, und er dann natürlich so, ja... Nee, der muss eigentlich auf beiden Seiten sein. Nicht so, nein, das ist nur auf einer Seite. Nee, dann später so, nee, das wäre aber nicht so geil. Also ich finde das von der Symmetrie, das würde mich schon stören. Ja, ich so, nee, das ist so tatsächlich. Ja, und jetzt habe ich eben noch, bevor ich das Let's Play aufgenommen habe, bin ich kurz in Karrieremodus gegangen, den ich ja im Stream durchgespielt habe. Und habe da mal 2 Fotos gemacht von beiden Seiten. Und das schicke ich ihm nachher mal. Kann ich sagen, ich hatte recht. Weil ich wusste es halt wirklich eindeutig. Es sind so Sachen, das sind so unnützes Wissen. Unnütze Sachen, die weiß ich einfach. Das ist halt so dumm. Ich müsste eigentlich viel wichtigere Sachen wissen, aber sowas weiß ich einfach. Also das ist, glaube ich, auch so eine optische Sache, die ich mir gut merken kann. Ich fahre auch in Diktaten immer irgendwie gut. Immer nur Einsen geschrieben. Ich konnte mir irgendwie Wörter einfach merken. War schon sehr komisch.
So, Vollgas mit Nitro im siebten Gang. Ja, also die Mordstellen im Rennen hier sind schon wieder relativ knapp bemessen. Ich weiß gar nicht, was hier eigentlich der schnellere Weg ist von den beiden. Ich habe mich ernsthaft verloren. Naja, umso besser, dann sind sie mir nicht im Weg. Vor allem, wir haben gerade mal die Hälfte, Alter, wie lang diese Mordstellen rennen werden, ne? Dann komme ich hier noch gut durchgepflügt. Alter, ey, wie viele Cops ich hier einfach überhole. Ich hab's nicht umgefahren. Ich merke jetzt, ich kann auch ein bisschen später schalten. Boah. Wir sind immer noch unterwegs. Das Schlimme ist, es ist halt nicht das letzte Mautsteinrennen. Ne? Die werden ja immer länger. Okay. Das ist interessant, dass die Sprungkamera nicht kam. Die letzten 10% haben wir jetzt angebrochen. Alter, ich muss aber immer gucken, dass ich irgendwie ausweiche, ne? Das wird schon schwierig. Das sieht cool aus. Oh! Ja, natürlich bin ich verzweifelt. Okay, das ist in dem Moment gesagt, wo sie da den Passanten umgefahren hat. Das finde ich interessant. Ich glaube, das sagen die dann auch wirklich in dem Moment. Das habe ich jetzt das erste Mal mitbekommen. 20 verschiedene Fahrzeugstreifen. Ich glaube, damit sind wir sogar ein bisschen beschäftigt. Aber es ist nicht mehr so viel. Und vor allem sind in Anführungszeichen nur noch, ja, okay, eigentlich das Mautstellenrennen noch, aber das ist kurz und das ist halt, ja, das ist eigentlich kein Mautstellenrennen.
Das ist normales Rennen, das ist halt die Burger King Challenge, ne? Egal, so, das fahren wir noch und ich glaube, mit der Challenge sind wir auch wahrscheinlich gut beschäftigt. Schauen wir mal. Weil das letzte Mordstein-Rennen, das war jetzt schon wirklich sehr lang. Alter! Ich muss euch alle berühren. Also mal cool, wenn die sich umfahren. Yo! Ich weiß, ich müsste jetzt eigentlich alle rammen. Das Problem ist, es sind zu viele. Fuck. Nein. Alter. Nee, nee, ich fahre mal erstmal weiter. So. Ist das Cross? Das ist Cross. Hallo Cross, ich muss dich rammen. Ah. Ach, verdammt, aber eben eine Straßensperre. Lol. Cross ist tot. Ja, ich muss euch nämlich alle streifen. Jawohl, jetzt kommen wir voran. Dass der hier nie die Sprungkamera macht. Nein! So, dann kommt einmal mit. Wenn ich gerade so drüber nachdenke, ist das ja nicht logisch, dass der Motion Blur wieder an ist. Der resettet ja die Grafikeinstellungen und dazu gehört das ja auch. Fuck, ich glaube, ich bin tot. Ja. Ich habe die scheiß Sprungkamera nicht genutzt. Ah, Mann. Also ich habe die genutzt, aber ich habe nicht den Speedbreaker genutzt. Ah, Mann. Ja, das ist jetzt Pech.
Ja, ich war gerade noch in der Hoffnung, ich dachte so, geil, die Sprungkamera ist noch schön langsam, auf einmal zack, zieht er durch und denkt so, fuck, der fährt jetzt voll über die Nagelbänder. Das ist mir, glaube ich, wirklich einmal passiert und seitdem weiß ich, dass ich darauf achten muss. So, ich muss euch rammen, ey. Ich fahre die ganze Zeit hier weg, als gäbe es keinen Morgen. So, ich muss euch erstmal euch alle wieder berühren. War knapp. Ist natürlich jetzt belastend. Alle Einheiten der Code-3-Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen. So, das ist schon mal ganz geil. Dann haben wir einmal dich, dann haben wir einmal dich. Und wieder zurück. Okay, eigentlich müsste er noch mehr gezählt haben. Aber hat er jetzt gerade nicht. Oh, nicht ins Taxi drängen, du Penner. Oh, wieder Cross. Boah. Das war jetzt knapp, ey. Auf einmal kam ich nicht mehr weg. What the fuck? So. Lass mich an den ran. Okay, den habe ich aber wirklich aus dem Leben gekickt. Alter, ich wollte dich gerade rammen. Auf einmal wechselst du die Spur, oder was? Oh, Mann. So, einen brauche ich noch. Ey, der hat mich... Ey, ich habe den eindeutig berührt, aber wahrscheinlich sagt das Spiel wahrscheinlich, dass er mich berührt hat und nicht andersrum. Was sieht aber auch cool aus, wenn es so bewölkt ist und die Sonne so durch die Wolken scheint. Das sieht auch richtig geil aus. Also allgemeine Grafikstil von dem Spiel war schon damals echt geil. Alter, was fahrt ihr denn immer die scheiß LKWs so? Das Problem ist, wir sind jetzt genau da, wo man nicht wirklich gut abhauen kann. Ich fahr mal hier unten lang, vielleicht hilft das ja. So, wir haben da noch einen Verfolgungsstopper. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das funktioniert. Du sollst da durchfahren. Würde schon sagen, Alter. Nice. Ja gut, nach dem ersten Versuch, der leider gescheitert ist, ist das doch relativ gut gegangen. Vor allem innerhalb von 4 Minuten. Gut, plus Flucht sind es jetzt um die 5 bis 6 Minuten gewesen. Aber ich würde sagen, damit kann man arbeiten. Gut, Leute. Ich würde sagen, nächste Folge
machen wir dann hier auf jeden Fall weiter. Wie viel haben wir denn noch zu tun? Das sind jetzt insgesamt noch 6 Herausforderungen. 500.000 Kopfgeld und hier dieses die Burger King Challenge. Ich sag ganz ehrlich, die glaube ich schaffen wir beide insgesamt von 10 Minuten. Die sind nicht allzu krass, also das sind halt wirklich Billigaufgaben. Hier ist halt cool, dass man noch ein Camaro fährt. Das ist im Endeffekt halt ein Black Edition Auto. Und genau, die 30 Minuten Verfolgung, da brauchen wir eine eigene Folge für. Und ich würde sagen, boah, wie machen wir das am besten? Ich bin eigentlich fast am ehesten dafür, dass wir tatsächlich... Ich will mal überlegen, ob wir vielleicht das gar am Ende machen und dann vor die fahren und die beiden. Ich meine, okay, die allein die Mautstangenrennen werden hier schon eine Weile brauchen. Dann hier mit dem Sachschaden, wo ich glaube, das geht auch relativ schnell. Also wenn ich flott schaffe, dann könnte man eventuell tatsächlich hier die auch noch hinkriegen. Weil da brauche ich wirklich einen... logischerweise eine einzige Folge für. Das wird echt dauern. Da muss ich mal gucken, worüber ich da überhaupt quatsche in der Folge. Muss ich mir echt noch überlegen. Aber ansonsten wäre ich da echt für, weil ich möchte jetzt nicht die Herausforderung machen, wenn wir das dann durch haben, die beiden fahren und dann ist vorbei. Das ist ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Ich denke mal, ich mache das so, ich fahre wahrscheinlich die drei. Wenn die Zeit noch da ist, fahre ich noch die beiden und die letzte Folge machen wir wahrscheinlich das. Das heißt, das werden dann sehr wahrscheinlich noch zwei Herausforderungsserie, Let's Play Folgen, um es jetzt mal so auszudrücken. Und ja, Leute, ansonsten würde ich sagen, war es das auch wieder hier an dieser Stelle. Und ja, wir nähern uns so langsam dem Ende von der Herausforderungsserie und diesem Let's Play. Und ja, Game macht auf jeden Fall immer noch Spaß. Ich fürchte, das kann man auch leider immer noch in 10 Jahren spielen. Das Game, das ist schon echt krass, wie viel Bock das immer noch macht. Und ja, ansonsten soll es das erstmal von mir gewesen sein. Und ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge hier wieder ein, wenn es dann bei den letzten Herausforderungsserien, Challenges, wie auch immer, wenn es dann damit auf jeden Fall weitergeht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.